Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen. Zur Tagesenergie für Mittwoch, den, ich muss nachschauen, ich will ja nichts Falsches sagen, den 18. Mittwoch, den 18.10.2023. Und ich nehme heute das mystische Tarot von Katrin Wellstein und ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt, ihr Lieben. Und einmal im Chor, bitte. Es ist eine allgemeine Legung, es kann für dich zutreffen oder gelten, das muss es aber nicht. So, jetzt haben wir hier eine Karte, die ist rausgefallen. Das sind die fünf der Münzen, das ist die Mangelkarte. Und diese Karte wollte ich dir ja unbedingt zeigen. Und das sind die zwei der Scheiben. Die Scheiben sind hier die Münzenergien. Und wir schauen mal rein, was sollen wir denn wissen? Wir haben hier die Herrscherin. Wir haben den Pagen der Scheibe und wir haben die vier der Scheiben. Ganz viele Münzkarten. Und wir haben den Teufel. Nun schauen wir mal, der Teufel, der Hierophant. Ich habe überlegt, ob ich drunter schauen soll. Und dann haben sie aber gesagt, ja, soll ich machen. Der Hierophant vertreibt den Teufel. Der Hierophant vertreibt den Teufel. Muss ich erst mal drüber nachdenken, ihr Lieben. Schauen wir mal weiter. Was nehme ich denn? Ich nehme heute hier von Patrick Scheller das Mondnacht-Lenormand-Kartendeck und von Kerstin Bergmann das Epic White-Lenormand-Kartendeck. Und hier ist einmal der Herr gefallen und es sind die Wolken gefallen. Wir haben die Roten, den Schlüssel und den Zylinder. Der Zylinder steht für die Leichtigkeit. Und wir haben den Geldsegen. Hier geht es um den Segen. Ja, der geht ein Licht auf. Sie soll da liegen bleiben. Und dann nehme ich von Fisch da, wegen Karten. Wieder eine komische Mischung von Karten. Dankeschön. Wir haben den Diebstahl, den guten Herrn, den reichen guten Herrn und einen langen Weg und die Zusammenkunft. Und hier auf die Routen ist das reiche Mädchen gefallen. Ich habe kein gutes Gefühl bei diesen Gesprächen hier. Überhaupt nicht. Ja, weil der Diebstahl hier drunter ist. Der Diebstahl ist, da geht etwas in den Verlust. Das ist eine sehr negative Energie. Wenn du mit dem Dieb, oh, ich habe Gänsehaut. Wenn du mit dem Dieb etwas zu tun hast, ist es immer negativ. Und das sind diese Gespräche. Das sind keine guten Gespräche und du bist mittendrin. Letztendlich haben wir aber die Herrscherin hier drüber. Und die Herrscherin ist immer eine Frau, die dargestellt wird, dass sie mit etwas schwanger oder dass sie mit einem Kind schwanger ist. Und diesem Kind hält sie die Krone auf. Das heißt, hier kommt jetzt die Krönung. Hier kommt etwas, hier passiert etwas und ich habe es ja gestern und vorgestern schon gespürt. Es ist etwas, was, boah, das haut dich um. Letztendlich ist es aber der Beginn von was Neuem. Der Beginn, der hier mit den, also es geht um Geld. Wir haben hier ganz viele Scheiben. Scheiben sind Geld. Es geht um deinen Beruf, um deine Berufung. Es geht um einen Kredit. Es geht um ein Haus. Es geht hier wirklich um die Existenz. Dieser Herr schaut in den Mangel und das ist dein Mangel. Du stehst hier nicht nur auf dem Kopf, sondern der Mangel bewegt sich hier bei dir. Und dieser Herr, der schaut da drauf. Der Herr ist aber jemand, der, ach, jetzt muss ich ein bisschen erzählen, Kerstin Bergmann genauso wie Patrick Scheller haben die Personenkarten den Mann auch im Haus der Dame bemalt bzw. dargestellt. Hier geht es um den Ausgleich. Hier ist jemand in seinem Ausgleich, Yin und Yang, männlich wie weiblich. Hier geht es nicht darum, dass er im Haupt, doch, Sie sagen gerade, es geht auch darum, dass der Mann in dein Haus kommt, weil die Nummer 29 ist das Haus der Dame. Und er schaut auf den Mangel. Er schaut mit dir gemeinsam auf den Mangel. Und
Zunächst sind diese Wolken hier, diese Wolken, die so dicht sind. Und da sieht man ja gar keinen Himmel. Es ist die Sonne zu erahnen, aber letztendlich sieht man nur Wolken. Und auch diese Energie ist in Bewegung. Was aber deutlich ist, dass hier zwei Möglichkeiten sind. Du kannst mit dem jonglieren. Du hast immer die Möglichkeit, da zu bleiben, wo du bist. Dass das, was jetzt da ist in deinem Leben, dass es bleibt. Und ich soll es von dieser neuen Erregung wirklich abgrenzen, weil das ist, was vorher passiert. Es könnte auch ein Anwalt sein, ein Chef. Das hier ist jemand, der was zu sagen hat. Das ist jemand, der auch den Überblick hat. Und die Engel sagen ganz klar, hol dir jemanden zur Hilfe. Weil das, was hier mit dir passiert, das ist keine gute Energie. Und ich habe gestern schon gesagt, ich sehe dich weinen oder vorgestern. Und der Page der Scheiben, der Page der Münzen, das ist die Energie, dass hier etwas neu herauswächst. Dieser Schlüsselmoment, der hier passiert, der lässt dich etwas Neues entsteht. Du kannst etwas Neues leben. Das kommt mir ja ganz deutlich rein. Und die Pagen sind immer als Kinder dargestellt, weil sie immer etwas Neues, Frisches, Junges darstellen. Und hier auf dieser großen Blüte, die dieses Mädchen in der Hand hat, da gibt es noch eine Knospe hier links und es ist eine Libelle. Eine Libelle, die sich die sich labt an dieser Blüte und du teilst es mit der Libelle. Du bist selbst Teil einer Blüte. Dieser Schlüsselmoment wird dich auch in deinem Herzen erschüttern. Wir haben hier die Leichtigkeit und das ist das, was am Ende rauskommt. Und das ist wichtig, was am Ende rauskommt. Der Teufel muss gehen. Der Teufel hat. Seht ihr diese Kopfhaltung von diesem Teufel? Das ist eine ganz komisch. Ich will es gar nicht in die Hand nehmen, weil ich die Energie gar nicht so spüren will. Diesem Teufel bricht man das Knick. Übrig bleibt der Hierophant, dieser weise Mensch, dieser hochspirituelle, und ich soll es immer wieder sagen, dieser hochspirituelle, weise Mensch, der dir ein Licht aufgehen lässt. Die Vier der Scheiben ist die Karte, dass du an etwas klammerst. Siehst du, wie diese Frau hier das Haus umklammert? Sie will es nicht gehen lassen. Es ist eingesperrt. Du bist eingesperrt dadurch, dass du an dem Alten festhältst. Ist das Alte deine Arbeitsstelle? Ist das Alte dein Ort? Willst du nicht da weggehen? Ich spüre ganz deutlich, dass das eine große Energie ist, die dich ausmacht. Dieses daran festhalten, daran klammern. Und dieser Hierophant, dieser weise Mensch, der dir hilft, der verhilft dir und der zeigt dir die Leichtigkeit des Lebens, dass es auch neue Wege gibt. Neue Wege gibt, die du jetzt betrachten kannst. Und dann fällt aus diesem teuflischen Energie heraus das Geld, weil das, was dieser Teufel hier angeleiert hat, zuerst ganz schlimm aussieht für dich, aber letztendlich dein Segen ist. Und dann haben wir hier die Zusammenkunft, das ist das Ergebnis von allem. Das heißt, ihr lernt euch durch diese Situation vielleicht erst kennen, auch möglich. Kennen und mögen. Eine sehr, sehr interessante Energie, wie ich finde. Und ich wünsche euch, dass ihr das hier bald ganz seht, dass ihr das bald deutlich seht. Holt euch Hilfe. Es ist keine Schande zu sagen, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Da ist jemand, der mir übel mitgespielt hat. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.